Hallo, hallo Leute. Heute geht es um mein Shadows of Evil Solo Gameplay. Das habe ich alles live auf Twitch gestreamt. Ich habe 122 Runden geschafft und dann dachte sich das Spiel oder meine Playlist, ach, gehen wir das Simone mal in Error. Ich dachte mir, ich lade ein kurzes Commentary dazu hoch und sage euch mal, was ich so generell von der Map halte. Ich mag die Map, jedoch nervt sie. man kriegt übelst, ich weiß auch nicht, ich habe einen richtigen Hals drauf. Mal abgesehen von Connection Interrupted Zeug und alles Mögliche, regt es mich einfach auf, dass man sich eine Stunde setupen muss und ja. Und dann stirbt mir noch irgendein Bullshit und das war's dann. Naja. Ach ja, als Tipp für euch, wenn ihr zum Beispiel auf eine Highrand bei Shadows of Evil geht, guckt, dass ihr auf jeden Fall keine Fire Cells habt, denn ihr habt nur zwei Drops pro Runde, drei, wenn der Magwa da ist, aber eigentlich habt ihr regulär, kriegt ihr nur zwei Drops pro Runde, also für eine Zombies, anstatt von vier Drops. Deswegen ist es von Vorteil, dass ihr guckt, dass eure Fenster zu sind, dass ihr keine Karten das bekommt und dass ihr keine Fire Cells macht, also geht ihr ja nicht Box-Hitten. Die Monkeys oder so, die braucht ihr echt nicht, ich habe die den ganzen Spiel nicht benutzt und mit Raygun habe ich mir aus den lilanen Pots ausgebuddelt. Ansonsten, ja, was wichtig ist bei der Map, holt euch ein Schild und ich, ja gut, ich habe noch mit gepeppter Wunderwaffe gespielt, das wird wahrscheinlich jetzt dann eh gepatcht, dann sind die Runden ja sowieso nicht mehr legit, die wir jetzt erspielen. Ganz wichtig ist mir, ich habe immer gesagt, ich habe es im letzten Stream gesagt, 157 ist der Rekord, ich habe nicht mit Magwa gespielt und wenn man ohne Magwa wegglitscht, ob es jetzt unabsichtlich oder absichtlich ist, das ist ein Vorteil. Das ist für die Runde ist für mich einfach nicht legit. Basta. Jo, was soll ich sonst noch sagen? Ich hatte Glück mit meinen Max-Ammos. Ich hatte Max-Ammo im Spawn. Ich hätte auch gerestartet wahrscheinlich dafür. Ich habe mir den Gumballball mitgenommen. Ich habe lokal gespielt, wo man pro 10 Punkte wieder einen Bullet bekommt für ja, die Waffe. Und ja, ich hatte Glück damit. Ich habe viel mit dem Schwert am Schluss gespielt. Mir hat es übel Spaß gemacht, im Puff oben zu laufen. Die Strat habe ich übrigens vor ZHC. Scotty ist ja auch gelaufen, aber die ist original von ZHC. Nicht, dass euch da wundert, weil er hat ihm keine Props dafür gegeben. Und ich finde, wenn jemand eine Strat das erste läuft, dann sollte man dem auch die Props dafür geben. Ja, ansonsten, ganz wichtig, Leute, wenn ihr in Twitch-Streams reinguckt, guckt auf die Punkte, guckt auf die Kills, weil Trayek hat vergessen, eine Ziffer zu kodieren. Das heißt, wenn ihr Runde 99 seid und dann 100 kommt, steht ja nicht 100, sondern 00, weil die haben einfach vergessen, die drei Ziffern zu kodieren. Ich weiß nicht, warum, dachten die, wir kommen nicht so hoch oder was. Es ist einfach übelst nervig. Du streamst bis auf Runde 120, Leute kommen dann, du bist hier nur auf 20. Und dann gucken sie deine Punkte, also, du hackst oder so. Bitte. Es ist nervig. Es ist nervig und man kann es halt nicht ändern. Ja, ansonsten, wie gesagt, Runde 100 ist 00, dann 01, 02 und ab Runde 10 kennt man es halt nicht mehr weg, weil 110 ist dann halt 10. Ich habe 122 Runden geschafft, bin komplett flawless geblieben. Die Map ist wirklich nicht schwer. Wird halt jetzt nervig, wenn die Waffe nicht mehr gepuncht werden kann. Da muss man halt mehr mit Wandwaffen und Special Ammo spielen. Ansonsten, wie gesagt, 122 flawless und dann hat mich irgendwas aus dem Spiel rausgehalten. Error von der Playse. Ich habe also so einen Hals. Deswegen, ich hoffe, dass jetzt dann bald mein i7 kommt. Ich werde dann wahrscheinlich PC wieder spielen gehen, offline. Geht ja nicht anders als ohne mit dem Crack im Moment oder dem Hack, weil PC-Spieler kriegen ja wieder kein Offline, weil sich irgendjemand einbildet, was mich ja sowieso übelst. Naja, egal. Die Runde war sehr gut. Ich glaube, ich hätte sehr, sehr nah zur höchsten Runde kommen können. Hätte ich kein Double Down kassiert. Bin ein bisschen mad dabei, aber ich meine, im Prinzip ist irgendwann eh wieder alles an legit, in Anführungszeichen, wenn es gepatcht wurde. Ja, ich würde mich auch bedanken bei dem richtig krassen Support während meines Streams. Und ja, also mir macht es wirklich sehr, sehr. Also ich freue mich da wirklich sehr, sehr drüber, dass ich so supported werde in meinen Streams. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und dass es mit Twitch und alles so dann klappt. Und ja, also bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss.